Hallo liebe Brains, herzlich willkommen, denn euch interessiert, wie ich meinen Frühstückskuchen mache. Dazu brauchen wir als erstes 2 reife Bananen, die werde ich gleich noch zermatschen. Dann brauchen wir 2 Eier. Hier ist etwas Salz, hat sich schon so ein bisschen aufgelöst. 70 Gramm Protein Crisps. Ich nehme 100 Gramm Xucker, also den X-U-C-K-E-R. Dann 40 Gramm feine Haferflocken, 250 Gramm Quark und 1 Teelöffel Backpulver. Und das vermatschen wir jetzt schön. Ich tue jetzt noch 5 Tropfen Bananengeschmack dazu. Oder doch 10. In der Zeit übrigens den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Jetzt kommt noch Obst nach Belieben hinzu. So, jetzt habe ich es grob in eine Tartform getan. Und so sieht das Ganze aus. Kommt jetzt bei 200 Grad für ca. 20 Minuten ins Backrohr. So Leute, das ist der fertige Kuchen, hat sage und schreibe nur für den ganzen Kuchen 17 Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Hier seht ihr mal eine super Nahaufnahme und der ist richtig lecker. Wartet mal, ich gucke mal, ob ich ein bisschen schwenken kann. Oh, ist der fein. Kann man übrigens auch heiß ganz gut essen, wenn man Besuch hat mit einer Kugel Vanilleeis, frisch aus dem Ofen heiß und ein bisschen Sahne dabei. Ich säftel schon hier und die Punkte sind dann einfach genial. Also hier, ne, das ganze Ding, große Tartform, 17 Punkte, Leute. Kann man variieren, wie man will. Ich hoffe, jemand von euch probiert den auch aus.